Das ist eine wichtige und interessante Frage und ich bin darauf schon ein paar Mal eingegangen. Und zwar muss jede Diskrepanz, jede Meinungsverschiedenheit geduldet werden im Sinne des Ijtihad oder nicht. Ja, und das ist natürlich das ist von einigen Faktoren abhängig, die zu der Bewertung einer Mas'ala beitragen, ob man diese als einen Sachverhalt oder die Meinungsvielfalt in einem Sachverhalt unter der ja, in der Meinungspluralität duldet oder ob es nicht der Fall ist. Dafür gibt es mehrere Kriterien und ja, Maßstäbe. Aber grundsätzlich, wenn man das kurz und knapp darstellen möchte, ganz grob und vage, dann kann man sagen, jeder Sachverhalt, der einem Nass, ein Sachverhalt oder ein Rechtsdikta, das einem Nass widerspricht oder dem Ijma' oder dem Al-Qiyas al-Jali, dieser ist zu verwerfen und abzulehnen und wird nicht geduldet. Sollte es jemand der Mujtahidun dieser Auffassung sein, dennoch der Auffassung sein, dann zählt man das zu den Al-Aqwalu Shadda, das heißt ja ich nenne das mal den exotischen Auffassungen, die nur genannt werden und angeführt werden, um darauf hinzuweisen, dass es mal gesagt wurde, aber nicht um ihnen irgendeinen Wert beizumessen oder irgendeine Legitimität. Und was ist ein Nass? Auch mal ganz kurz zusammengefasst: Ein Nass, huwa ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Also bei den Usul-Gelehrten, wenn sie vom Nass sprechen, dann meinen sie damit einen Ausdruck, einen sprachlichen Ausdruck, sei es nun ein einzelnes Wort oder ein Satzkonstrukt, das semantisch, linguistisch und rhetorisch gesehen nur eine einzige Bedeutung zulässt. Also dieses Wortkonstrukt schließt jegliche Deutungsmöglichkeit aus. Wie entscheide ich das? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das kann niemand entscheiden, der eine deutsche Übersetzung von etwas liest. Dessen muss man sich bewusst sein. Und also da kann ich sagen, dieser Vers ist ja eindeutig und dieser Hadith ist eindeutig. Das geht gar nicht, weil du beschreibst gerade etwas, die Eindeutigkeit der Übersetzung. Zumal yani, das auch in der deutschen Sprache bedarf das einiger Kompetenzen, sprachlichen Kompetenzen. Da reicht es nicht einfach aus, Muttersprachler zu sein. Das gilt auch für die arabische Sprache. Um zu entscheiden, ob ein Text nass ist oder eben nicht, also ob er einen Deutungsraum hat oder nicht, dafür bedarf man der Linguistik, also Lexikographie, man bedarf des Ilm al-Sarf, der Morphologie, der Grammatik, des Ilm al-Bayan, Ilm al-Badi' und diese ganzen rhetorischen Wissenschaften der arabischen Sprache. Anhand dieses Komplottes kann man dann in seiner Gesamtheit entscheiden, wer die Kompetenzen hat. Das ist ein Text, der eine Deutung zulässt oder eben nicht. Also eine Auffassung, die einem Nass widerspricht oder einem Konsens, dem Ijma, oder einem Al-Qiyas al-Jali, das werde ich jetzt nicht erklären, was das ist, eine ganz bestimmte Form des Qiyas, diese wird nicht geduldet. Diese Auffassung hat keine Legitimität. Alles andere fällt in den Rahmen des Ijtihad und wird mehr oder weniger toleriert, geduldet, es wird nicht abgelehnt und es wird auch rechtlich anerkannt mit all seinen Konsequenzen. Ja, auf jeden Fall, näher kann man jetzt darauf nicht eingehen, das ist nur mal eine ganz kurze und knappe Antwort darauf.